Freunde, es ist schon wieder an der Zeit, euch zu einer neuen Folge Cradler 4 zu begrüßen. Heute gibt es wieder neue wunderbare Dinge, die wir machen wollen. Wir haben unsere Twitch-Menschen hier unten wieder am Start und wir haben große, große Pläne für Create. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass die Pläne für unsere Basis ist. Das Ganze ist vorbereitet, es wird langsam, wir fangen in die richtige Richtung an. Wir haben unsere Farm, die laufen absolut geil. Wir haben unsere Baumfarm, unsere Potato-Farm hier drüben. Und heute, nachdem wir das letzte Mal den Aufzug gemacht haben, mit dem Ding müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen rumspielen. Vielleicht wird da noch die ein oder andere TNT-Kanone entstehen, mit dem wir irgendwie ein TNT zur Stiege rüberjagen. Aber heute kümmern wir uns um einen Bohrer. Wir wollen nämlich Rohstoffe haben und Bohrer unglaublich wichtig, unglaublich geil. Eine der geilsten Sachen, die man in Create machen kann, glaube ich. Später können wir einen fetten Bohrer mit einem richtigen Zug bauen. Heute machen wir aber einen kleinen Bohrer mit einem Minecart. Also der richtig fette Bohrer, der kommt, glaube ich, später auch noch. Wir machen jetzt erstmal einen Basic Quatschbohrer mit ein paar Drills, weil wir einfach nur ein bisschen Rohstoffe brauchen. Wir sind gerade komplett am Ende. Wir haben alles aufgebraucht. Deswegen machen wir uns einen Minecart. Wir machen uns mit dem Mechanical Drill so einen kleinen Bohrer. Und mit dem bauen wir nach Rohstoffen und dann bauen wir den Bohrer immer geiler und größer. Das ist der Plan. Ich habe nicht mal mehr Eisen für Minecart, glaube ich. Oh, okay, wir gehen kurz farmen. Freunde, wir haben unseren Kart-Assembler. Wir haben ein paar Karts. Wir haben ein paar Rails. Das wird unser erster Basic Bohrer. Er wird wirklich scheiße werden, okay? Aber vertraut, er wird im Laufe des Videos geiler werden. Wir werden den jetzt erstmal aufbauen. Dafür machen wir Kart-Assembler, Minecart hier unten dran. Und jetzt machen wir legit einfach nur mit den Linear Chassis hier so ein Ding. Und dann wird der einfach nur nach vorne fahren und bauen. Ich glaube, ich würde ihn noch einen Block nach vorne machen. Wäre, glaube ich, ganz gut. So auf den hier. Und dann haben wir so einen 3x3-Bohrer, der einfach vor sich bohrt. That's it. Der platziert noch nicht selber. Das kommt alles später noch. Wir brauchen jetzt erstmal noch ein bisschen mehr Eisen und so. Und das heißt, wir müssen theoretisch eine... Ah, nee, das... Oh, das ist ja... Oh, okay, warte. Wir müssen das hier wegmachen auf jeden Fall. Und dann kann er bohren. Ihr wisst, man fängt klein an. Jeder fängt mal klein an. Wir werden ja auch alle klein geboren. Wichtiger Fakt tatsächlich an der Stelle. So, aber dann können wir das hier machen. Ey, guck doch mal. Da vorne kommen unsere Bohrer hin. Bup, bup, bup. Vielleicht können wir noch einen oben hin machen, aber wir können auch den hier erstmal lassen. Und dann kommen da noch Kisten dazu. Und das ist unser erster kleiner Bohrer. Hey, er lebt doch. Schaut mal. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Jetzt nehmen wir Slime, verkleben das Ganze. Und dann bohren wir. Freunde, passt auf. Er steht. Wir machen Ofen-Minecart dahinter. Und dann soll er hier abbauen. Ey, guck mal. Hier bohrt er. Okay. Cool. Er bohrt zumindest. Wenn auch noch sehr, sehr, sehr manuell. Und dann wirklich nur so lange, wie er Schienen hat. Gerade hat er noch keine Schienen. Aber für den Anfang ist das trotzdem schon mal ganz gut, weil wir die ersten Rohstoffe bekommen. Und das wollen wir, damit wir danach den geileren Bohrer bauen können. Guck mal, hier lauter Andesite. Wir legen hier ein bisschen Stuff frei. Wir ballern damit jetzt ein bisschen durch die Gegend. Und dann können wir langsam den größeren Bohrer erweitern. Aber wir fahren jetzt mit dem hier erstmal stückchenweise nach vorne. Das müssen wir halt jetzt... Ja genau, guck mal, hier ist ein Ende. Da kommt er nicht mehr weiter. Aber das ist okay. Damit müssen wir leben. Max, dann könntest du jetzt die erste Person außerhalb von meinen internen Testkaninchen sein, die das probiert. Komm mal mit. Oh, nice. Okay. Wir gehen runter. Das ist gerade mein Eingang. Hier hoch, damit man nicht immer so nervig hier hoch muss. Ja, ja, komm mit, komm mit. So, dann geh mal rein. Juhu. Junge, das sieht auch... Hä, wie krass sieht das aus? Das habe ich selber gar nicht gesehen, aber da kommt ja die Mega-Fontäne raus, wenn du so hochschießt. Hä, das habe ich noch nie... Mach mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe das neu gemacht. Ja, du kannst einfach wieder hier runterspringen eigentlich in das Loch. Oh. Das müsste gehen. Oh mein Gott, halbes Herz. Okay, ich glaube, er kann doch nicht runterspringen. Es wird Zeit. Das Ding hier hat für jetzt gerade ausgedient. Wir haben ein bisschen Eisen bekommen. Wir brauchen mehr Bohrer. Ich glaube, wir brauchen pro Bohrer insgesamt 4 Eisenplatten. Nee, nicht wahr. Alter, Bohrer sind ja übelst günstig. Okay, aber wir brauchen noch ein paar andere Sachen. Wir brauchen einen Plow und wir brauchen ein paar Deployer. Die Sachen haben wir letztes Mal schon ein bisschen geholt. Das ist ganz gut. Der Plow baut später die Schienen ab. Und der Deployer, den wir auch in der Baumfarm benutzt haben, der wird neue Schienen und Redstone-Blöcke platzieren. Das heißt, wir brauchen nochmal 4 Stück von denen hier, was sehr wichtig ist. Genau, dafür brauchen wir noch die Brass Hands. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo Brass haben. Müssen wir nochmal gucken. Und dann gehen wir rein. Aber wir machen die anderen Sachen hiervon noch ready. Und dann sollte, glaube ich, gehen. Oh, geil. Alter, ich hab Bock. Ich freue mich und wir gehen rein. Kopper, Zink, mach Brass daraus. Wir haben alle Sachen zusammen, Freunde. Es kann gebaut werden. Guck mal, unser Freund ist auch wieder zurück. Seit sehr langer Zeit, aber er ist wieder da. Das ist unser erster Bohrer. Jetzt wollen wir einen neuen bauen. Wir wollen jetzt geile Sachen machen. Wir haben einen Plow, wir haben Deployer, wir haben Drills, wir haben Casings. Und die bauen wir jetzt auf. Basically machen wir das Ganze so, dass wir... Warte, wir können mal ganz kurz die ganzen Sachen hiervon wieder wegnehmen, glaube ich. Und basically machen wir das Ganze so, dass wir hier einen Deployer haben, der für uns... Oh, wir brauchen noch einen Deployer, glaube ich.
Der Deployer hier setzt später Redstone-Blöcke und dann haben wir da drüber nochmal einen Deployer, der Schienen setzt. Also wir setzen erst Redstone-Blöcke und danach setzen wir Powered Rails, sodass wir das ewig durchcyclen können die ganze Zeit. Das heißt, er macht das. Da drüber haben wir dann unser Minecart. Das müssen wir jetzt schon mal vorbereiten. Wir bräuchten auch nochmal Redstone und so. Das habe ich überhaupt nicht geholt. Verdammt. Nochmal was vergessen. Guck mal, dann würde hier in der Drill kommen. So, da drüber kommt unser Plow. Wir können hier auch ein Casing hinmachen, I guess. Hier kommt unser Plow dran. Das heißt, der baut die Schiene ab, der andere baut darunter die Redstone-Blöcke ab. Und in der Mitte von dem ganzen Ding fährt später unser Minecart. Also unser Minecart chillt später hier. Vielleicht machen wir es sogar noch einen Block weiter hinter. Müssen wir mal gucken. Doch, ich glaube, wir sollten das noch einen Block zurück machen, maybe. Müssen wir schauen, damit das nicht irgendwie buggy ist. Dann brauchen wir noch Powered Rails. Und hier oben drauf steht unser Minecart später. Und dann kommt vorne einfach nur unsere Bohrer dran. Und wenn wir ganz crazy werden, machen wir später noch so einen Schutzwall außenrum, damit wir den auch im Nether und so benutzen können. Aber basically hätten wir jetzt das Ding hier. Und wir könnten jetzt theoretisch vorne die ganzen Drills dran machen, ne? Also es sollte schon passen, dass wir jetzt hier so eine Wand bauen können. Und dann müssen wir nur noch alles miteinander verbinden. Das machen wir dann hier rüber. Wir ziehen die einfach bis nach hier hinten durch. Zack, zack, zack. Und dann wird da alles verklebt. Und dann schauen wir, wie viele Drills wir haben. Geil. Da ist die Beauty. Wir haben ein bisschen zusammengeklebt, Freunde. Wir können jetzt das hier machen. Dann wird die ganze Maschine angehoben. Jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen machen. Das eine ist, hier oben Filter für Power Drill. Hier unten ein Filter für Redstone-Blöcke. Die bauen hier einfach alles ab. Das ist fein. Und jetzt bauen wir eben noch Kisten überall mit dabei, damit wir die Kisten, damit wir hier halt unsere Sachen haben. Die kommen einfach hier hin. Wir könnten den eigentlich alles auf 1 machen. Ich glaube, das sollte trotzdem noch gehen. Ja, sehr cool. Dann werden hier nämlich die ganzen Sachen eingelagert. Da brauchen wir sehr viel mehr davon. Und wir machen nochmal ein paar Power Drills und sowas spare. Das wird auch noch ganz wichtig, dass wir das eben benutzen können für später. Ich weiß nicht, ob wir... Nee, ich glaube, wir fangen einfach normal auf den normalen Rails oder sowas an, das zu platzieren. Aber ja, da brauchen wir die Power Drills für. Wir brauchen Redstone-Blöcke. Ich habe gerade nur 2. Das ist ein bisschen Pain. Wir brauchen unbedingt noch mehr. Aber pretty much sollte das Ding eigentlich funktionieren. Also er fährt nach vorne, die Redstone-Blöcke werden immer wieder recycelt, kommen dann damit rein und dann soll das funktionieren. Vielleicht müssen wir den Abstand in der Mitte hier ein bisschen größer machen und wir könnten uns eigentlich noch, wenn wir ganz fancy sein wollen, warte mal, dann könnten wir uns noch ein Seed machen. Guck mal, lass uns wirklich mal ein Seed hier mit dazu bauen. Dann kann der nicht mit oben drauf. Und dann können wir mit dem Bohrer immer mitfahren und sehen von oben, was abgeht. Ja, guck mal. Dann können wir uns hier draufsetzen und können mit unserem Bohrer mitfahren. Geil. Okay, dann holen wir so ein bisschen Redstone und dann... Obwohl. Na komm, wir packen den schon mal ein. Dann packen wir den schon mal ein, gehen nach unten und so noch ein bisschen Redstone, damit wir losfahren können. Ah, und mehr Kisten brauchen wir noch. Freunde, wir sind unten und ich würde sagen, wir fangen an zu bohren. Wir sind gerade auf einer relativ weirden Höhe, aber wir setzen hier einfach mal ganz kurz hin. Ich habe nämlich hier ein paar Redstone-Blöcke für den Kollegen und theoretisch, sollten wir ihn jetzt fahren lassen können, wenn wir hier einfach nur normale Dinger hinmachen und den mal so ein bisschen anschieben. Eigentlich sollte das halt for real funktionieren, ne? Zack. Oh, guck mal. Guck. Jetzt Achtung, sobald er auf den schnellen Schienen ist. Jetzt. Ja. Jawoll. Guck. Dopamin. Ich guck. Jawoll. Juhu. Ey, schau dir das mal an. Er fährt von komplett alleine nach vorne. Ich setz mich oben drauf. Marcel, du musst gleich vorbeikommen. Ich sehe, es ist so cool. Guck mal. Alter. Ey, und der ackert sich jetzt hier voll selbstständig durch die ganze Bude, weißt du? Ey, Mann, das ist so krass, Mann. Alles. Schau dir das mal an, wie wir hier am Bohren sind. So, du bist so, weißt du... Ey, ich lieb's. Ey, mit dem bohren wir jetzt ein bisschen, Marcel. Mit dem fahren wir jetzt ein bisschen nach vorne. Und dann bauen wir den noch weiter aus, damit wir überall durch können. Durch Gravel, durch Lava, durch Wasser. Und dann können wir auch im Nether so Ancient Debris und sowas holen. Das hört sich nach einem Plan an. Geil. Nee, das ist jetzt liegen geblieben, ne? Doch, die Erze habe ich auch nicht. Weißt du, warum das ist? Drop mal ein Item. Nee, da. Doch. Doch. Hey. Wie geil ist das denn? Das ist ja übelst krass. Das kann man voll gut abusen. Alter, nein, Marcel, pass auf. Weißt du, was wir gerade festgestellt haben? Wenn wir... Nein. Guck. Machen wir F3B an. Das ist die Hitbox-Linie von diesem Bohrer, ne? Kenn mich mit Hitboxen aus, ja? Okay, das ist alles ein riesiges Entity. Und weil das abbaut, checkt er wahrscheinlich einfach nach umliegenden Items und die saugt er dann auf und nimmt die in die Kisten. Also das... Nee, cool. Ja. Doch. Guck, wenn du jetzt was droppst, wenn da jetzt was abgebaut wird, guck... Und drop mal dort, wo du jetzt stehst, außerhalb von dem Bohrer. Ja, guck, dann geht das nicht. Das ist Dios. Aber wie geil. Junge, wie der hier am Bohren ist, ne? Wir sind noch mal ein bisschen runtergegangen. Marcel, wir müssen aber gleich auch noch mal hoch, ne? Wir müssen so auf Höhe 15 oder so noch mal. Denn auf Höhe 15 findet man am besten Eisen. Und eine Seed müssen wir auch suchen. Okay. Ey, nicht beim Bohrer spielen. Hallo? Oh mein Gott. Oh, hast du Angst? Oh!
Oh. Okay. Oh. Wow. Oh Gott. Oh. Oh nein, das war's, das war's. Oh. Das Lava, das war ich nicht, das Lava halt. Marcel, du hast alles kaputt gemacht. Ja, guck mal, ist doch die perfekte Zeit, um nach oben zu gehen. Komm, wir machen Dora the Explorer, reporten uns nach oben, okay? 3, 2, 1. Boah. Und da sind wir. Wir haben uns nach oben teleportiert. Es ist unglaublich. Und der Bohrer bohrt. Erfahren für uns Anisite. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Eisen auch sehr, sehr wichtig. Damit wir hier nochmal größer upgraden können. Wir wollen natürlich eben einen noch größeren Bohrer bekommen. Wir wollen... Okay, hier ist halt echt quatschig, wo wir gerade bauen. Guck mal, das ist Marcel. Wir wollen einen noch größeren Bohrer. Gerade ist er schon eigentlich ganz okay, aber er darf ruhig viel breiter, viel höher. Was soll mal werden? Er darf wirklich einen fetten Tunnel hier hinterlassen, damit wir gut Rohstoffe bekommen. Wahrscheinlich müssen wir ihn bald sogar anhalten. Also sobald die Items hier vorne liegen bleiben, müssen wir dem anhalten und die Kisten leeren. Und dann können wir den langsam nach oben teleportieren oder nach oben bringen. Aber für jetzt wird erstmal wieder gebohrt. Wir sind am Ende. Vorne, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber der Bohrer wird einfach nicht voll. Er ist immer noch nicht voll. Ich check nicht, wie das gehen kann. Wir haben jetzt so übertrieben lange gebohrt. Ich habe keine Ahnung. Aber dieser Gang ist wirklich sehr, 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 sehr lange. Also, guck mal, hier ist, wirklich, wir laufen ewig, bis wir da am Ende sind. Wir laufen jetzt zurück, dann bauen wir den oben wieder auf, dann können wir nämlich die Kisten leer machen. Die Kisten gehen nur, wenn das wieder in Blockform ist. Und dann schauen wir, wie viele Sachen wir haben. Ich würde maybe auch gerne Draw probieren, aber da ist das Risiko sehr hoch, dass der Server crasht und wir nie wieder Crate spielen können. Deswegen, ja Bro, guck mal, wo wir sind. Alter, wir haben hier angefangen zu bohren. Das sind halt legit 1000 Blöcke oder so, die wir gebohrt haben, ne? Von unserer Basis bis hier rüber. Aber ja, wir bauen das Ding wieder oben auf und dann schau, wir können jetzt einfach, warte mal, wir können ja wieder den hier machen. Boah! Wir sind wieder da. Wir haben uns nach oben teleportiert und vorne jetzt, pass auf, die Ausbeute. Okay. Okay, 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 okay. Die sind ehrlich nicht voll geworden. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Platz drin ist. Aber, ja, es ist alles da. Guck mal, der ganze Deep State, ein paar Dias, Redstone, massig Eisen, Zink, Gold, noch mehr Kupfer, super viel Kupfer hier, Lapis und Kupfer hier. Geil! Das heißt, wir ziehen die ganzen Sachen, die wichtigen Sachen davon jetzt. Cobblestone und so können wir ditchen, brauchen wir eigentlich alles nicht. Also das kann eigentlich, ich glaube, alles raus für jetzt gerade. Für später wäre es ganz geil, das zu behalten. Obwohl, nee. Ich glaube, wir behalten die Sachen, weil wir die später zum Bauen brauchen. Den Fehler war ich nicht nochmal. Wir haben genug Holz, wir machen uns die Kisten, wir lagern alles ein. Und dann bauen wir Bohrer größer und fahren nochmal ein paar Mal. Wir haben alles umgeräumt. Alles in diesen wunderschönen Kisten einsortiert. Jetzt kümmern wir uns darum, dass wir das ganze Ding schon ein bisschen auf chillig verarbeiten können. Dafür machen wir eine kleine Basic-Station. Wir haben mittlerweile endlich den Fix für den Precision Mechanism. Ich weiß nicht, ob ihr den schon habt, vielleicht hoffentlich auch. Das heißt, wir können uns jetzt einen Speed-Controller craften. Und mit dem können wir, da müssen wir nicht mehr so ekelhaft hier die ganzen Zahnräder übersetzen, sondern wir können jetzt einfach hier hingehen, so. Auf den hier, können den hier reinsetzen. Hier oben ein Zahnrad dran. Und jetzt können wir hier in dem Ding normalerweise einstellen, wie schnell das sein soll. Also hier, da können wir jetzt drehen, wie schnell sich das hier oben drehen soll. Sehr langsam oder eben sehr, sehr schnell, damit wir mehr Speed haben. Übelst geil. Das wollen wir benutzen, um jetzt hier nicht das zu machen, sondern mit einem Fan, mit einem Encased Fan. Da wollen wir jetzt unsere Erze drin schmelzen. Das heißt, wir machen den in die andere Richtung. Wir gehen so auf minus 128. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Raw Iron haben, dann können wir da Lava vormachen und dann wird das geschmolzen. Richtig sick. Machen wir mit einem Depot oder mit einem Belt. Würde beides gehen. Ich glaube, wir machen einen Belt. Dann können wir das alles... Ja, wir machen einen Belt. Wir holen uns ein bisschen Kelp, machen einen Belt, machen einen Funnel und dann haben wir so eine automatische Strecke hier. Und hier muss halt noch ein bisschen Lava hin. Und das machen wir einfach mit, ja, so eingeschlossen in diese Dinger hier. Vielleicht gibt es da mittlerweile eine coolere Version. Müssen wir mal gucken. Aber that's it. Ja, hallöchen. Ich wollte fragen, ob ich mir ein bisschen Kelp von euch leihen kann. Ja, klar. Jawohl. Ja. Es ist ein Traum. Ich bin hier vorhin vorbeigelaufen. Ich finde es sehr geil, was ihr gemacht habt. Und ich habe gesehen, dass ihr Kelp habt. Ja, sicher, verdiene ich gar kein Problem. Alles? Ach, irgendwie was ist nicht Wolle oder so. Ja, halt so, dass noch welches nachwächst. Dankeschön. Und bis später. Ich würde gerne. Dann können wir damit jetzt Spells machen. Und da wird der Belt zu guter Use geputtet, Freunde. Wir haben unseren ersten Mechanical Belt. Ey, wir werden jetzt hier wieder, guck mal, eine Bahn zum nach dem nächsten machen. Kelp Drive, hinten kommt ein Brass Funnel dran. Und an den stellen wir jetzt einen Filter ein, dass wir nur die richtigen Items da reinlassen. Da machen wir bup, bup. Und bup. Und da wollen wir jetzt sowas wie zum Beispiel halt das gebratene Kupfer und so einstellen, damit die Sachen, oder hier gebratenes Eisen, so, das kommt hier rein. Das ist auf einer Allow-List. Und den machen wir jetzt hier dazu. Und wenn wir jetzt unser Raw Iron hier drauf werfen auf den Belt, gerade bewegt er sich natürlich noch nicht, dann wird das geschmolzen. Je schneller das Ding sich hinten dreht, desto schneller schmilzt der, glaube ich normalerweise auch. Und wenn das fertig ist, Alter, Processing by Practical, by Particle. Oh, und jetzt müssen wir das Ding nur noch antreiben. Das heißt, wir würden jetzt hier den Output einfach mal mit dem Kollegen hier verbinden, ne? Wir machen uns zwei
Stück davon. Die kommen hier hin und jetzt dreht er sich nach vorne. Ey, was ein Traum. Und jetzt können wir das Ganze nochmal ein bisschen anders machen. Jetzt machen wir hier oben nämlich auch noch einen Funnel drauf mit einer Kiste. Und da können wir jetzt unsere Raw-Sachen drauf machen. Das heißt, das Raw Iron, was wir zum Beispiel haben. Das, können wir das hier reinmachen? Nee, das geht nicht. Okay, dann müssen wir dafür jetzt irgendwie einen Funnel oder sowas holen. Genau, wir machen das mit der Shoot. Ich glaube, mit dem Funnel geht das nicht mehr. Aber am besten mit der Smart, weil die, glaube ich, nicht alles auf dem Boden droppt. So viel ich weiß. Stimmt, warte mal, können wir den so machen? Und dann drehen? Jawohl! Ey, guck mal! Und damit haben wir automatisch das Ding. Die ganzen Eisensachen bleiben jetzt hier hinten liegen, bis sie verarbeitet werden. Und dann gehen sie in die Kiste. Und jetzt wollen wir hier halt auch nochmal zum Beispiel Gold und Kupfer mit einstellen. Bei dem Filter hiervon. Wir nehmen den raus, machen da Gold, Kupfer mit rein. Zack. Jetzt machen wir das. Und jetzt können wir oben in die Kiste alle unsere Erze legen, die wir verarbeiten wollen. Aber droppt ihr die auf dem... Ah, das ist halt ein bisschen doof, ne? Ja, droppt die auf dem Belt, obwohl da kein Platz ist. Dann müssen wir da... Also das würde ich trotzdem gerne nochmal umbauen, damit wir nicht sowas haben. Zink können wir auch noch mit reinnehmen. Ja, doch. Das ist important. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Unsere Maschine funktioniert, Freunde. Wir haben doch nochmal ein bisschen umgebaut. Hier ist Input-Kiste, hier ist Output-Kiste. Und damit können wir jetzt alle unsere Sachen, die wir brauchen, automatisch umwandeln. Zumindest die Rohstoffe. Für Essen bräuchten wir das gleiche mit Feuer, beziehungsweise mit dem Lagerfeuer. Aber für den Bohrer ist das halt richtig geil. Heißt, wir schnappen uns jetzt einfach die ganzen Rohstoffe, die wir haben. Und bauen den Bohrer größer. Ja doch, wir machen den schon viel größer. Aber wir müssen mal gucken, wie groß. Wir sind bereit auszubauen. Freunde, wir haben einen Stack und einen Dreiviertel-Stack von unseren Casings. Das Ding ist, wir brauchen jetzt wieder ein bisschen mehr Eisen, weil wir gerade keins mehr haben, um Bohrer zu bauen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf eine kleine Eisenbohrung. Das wäre sehr, sehr cool. Wir könnten vielleicht sogar auch Filter einstellen, damit wir nur die geilen Sachen bekommen. Aber für jetzt ist das noch fein. Also nicht so ultra, ultra schlimm. Guck mal, das ist schon... Also das ist doch legit super, super geil, oder? Wenn wir den so bauen, die das ist schon insane. Dude, wenn wir hier jetzt noch die beiden machen, ich weiß nicht, ob die reichen, aber eigentlich sollten sie es. Ich glaube, da bin ich dann echt fein. Wenn wir jetzt dann noch so welche übrig haben, ich weiß ja nicht, wie viele Bohrer wir usen können dafür. Nee, sollte reichen, oder? Ich glaube, das sollte reichen. Alter, es kommen ein paar Slime Boys zum Einsatz. Noch ein paar Kisten mit dazu. Ey, und dann haben wir da richtig hochgezogen. Alles verklebt, alles ready. Ich glaube, wir sollten jetzt in der Lage sein, das Ding hier hochzuheben. Butz. Ersetzt. Perfekt. Alter, absolut perfekt. Oh, da fehlt ja noch ein Deployer. Alter, den hätte ich fast vergessen. Deployer mit Schienen, der muss ja wieder dazu. Butz, die Schienen haben wir, glaube ich, auch noch mit dabei. Den müssen wir auch nur wieder verkleben. Der kommt hier hin. Zack, zack. Powered Rails. Bup, bup. Let's go. Sollen wir mitkommen? Und jetzt gehen wir runter. Jetzt wird ein bisschen Eisen gefarmt. Höhe 15. Und dann fahren wir ein bisschen durch. Der Große ist schon um einiges cooler, Freunde. Ey, schaut euch den mal an, Alter. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt gerade haben. Wie groß ist er jetzt gerade? Aber wir bauen wirklich sehr, 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 sehr viel ab. Wir sind eigentlich auch perfekte Höhe. Also wir sollten echt ganz gut was an Eisen finden. Warte, es ist 4, 8. Wir sind 11. 11 mal 7. 11 mal 7 großes Ding. Das ist schon crazy. Es wird, es wird, es wird. Und er ist halt auch bei Wasser und sowas kommt er auch komplett klar. Das ist halt eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Einzige, was gefährlich sind, sind Skelette. Aber wir ballern mit dem jetzt ein bisschen durch. Farmen uns noch ein bisschen Eisen und dann... Ziehen wir den nochmal höher. Mal schauen, wie groß wir ihn am Ende bekommen. Oder wie groß wir... Wir trinken einfach hier gerade. Hallo? Das ist halt alles voll mit Wasser, ne? Aber egal. Juckt ihn nicht. Das ist das Kühlmittel. Der fährt hier einfach ohne irgendwas durch. Freunde, wir sind am Ende angekommen. Ey, es sind viele Dinge passiert. In der Zwischenzeit. Ich habe gerade gesagt, wir müssen da nicht gleich fertig sein. Und wir sind auch fertig. Boop. Hier liegen die Items rum, das heißt, die Kisten sind voll. Und das heißt für uns, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Wir sind sehr weit, ey. Wir sind knapp 800 Blöcke, glaube ich, gefahren, so um den Dreh. Wir haben jetzt ungefähr 60.000 Blöcke abgebaut. Also auch wirklich einiges, was wir hier haben. Wir haben aus irgendeinem Grund einen 94er-Sack Kartoffeln. Wir haben da irgendeinen coolen Bug gefunden. Mal gucken, ob wir den anderweitig... Nein, Quatsch, wir werden den Bug nicht benutzen. Aber wir werden uns natürlich... Nein, jetzt habe ich ein Dings. Oh, das war ja ganz großer Quatsch. Och, Mano. Okay, wir düsen zurück, Alter. Wir düsen zurück und verarbeiten. Das ist nicht mehr okay, wie viel Zeug hier drin ist, ne? Wir haben, glaube ich, ehrlich ganz gut Zeug zusammen. Also halt insane viel Stein. Wirklich, wirklich, wirklich viel Stein. Aber dafür auch eigentlich ganz... Guck mal, ein paar Dias sind ja auch mit drin. Das ist eigentlich ganz chillig. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Kupfer. Wir haben auch einiges an Eisen, glaube ich. Aber das Main-Ding ist auf jeden Fall Stein. Vielleicht sollten wir das auch nochmal irgendwie ein bisschen rausfiltern. Das könnte auch ganz geil sein. Guck mal, das waren jetzt die ganzen Kisten. Sollen wir mal... Warte mal, ich nehme mal erstmal nur die Erze raus, damit wir die Ausbeute davon sehen. Weil maybe müssen wir da sogar nochmal ein bisschen umstellen. Zink nehmen wir auch mit. Kupfer. Ey, Eisen ist gar nicht mal so krass viel drin, ne? Aber Andesite halt super, super viel. Vielleicht sollten wir uns bald mal in Richtung Eisenfarm begeben. Wer weiß. Ich glaube, das ist so gut wie alles, was wir jetzt mit dem Bohrer direkt an Rohstoffen bekommen haben. Ey, ich sag euch ehrlich, es ist okay. Aber für die Bohr-Amount, die wir hatten, irgendwie sogar noch relativ wenig. Also, das könnte echt noch ganz gut mehr sein, normalerweise. Aber Blöcke ist halt krass. Also Andesite und sowas werden wir, glaube ich, jetzt echt nicht mehr so viel Probleme haben.